Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video bin ich wieder auf dem Griefgames.net Server, denn ich stelle euch mein nächstes großes Projekt vor, was auch gerade sehr im Gange ist. Und der erste Teil, einer von dreien, ist bereits so gut wie fertig, kann man sagen. Und dem möchte ich euch hier, geil, die Klingel, geil, super, so macht aufnehmen, wird voll Spaß. Wo auch immer ich gerade war, es geht darum, dass ich die Iron Man bzw. Tony Stark Villa auf Griefer Games nachgebaut habe. Und als nächstes soll noch die Firma kommen und der Stark Tower. Ich stehe hier gerade auch vor der Villa. Das ist keine 1:1 nachgebaute Villa. Es ist auch was anders als im Film. Das sage ich auch gleich nochmal was dazu, aber vorab vielen Dank an Shelky für die Merch-Spende und an Sheldonburger für die Wasserspende. Und das Grundstück ist mit für Spieler mit Mystery Mod optimiert. Mehr gibt es erstmal nicht zu sagen. Hier haben wir die Straße, die habe ich mit Laternen und ja, den Bänken ausgestattet. Und hier ist halt die Auffahrt mit einem Briefkasten und den Tonnen. Stehen ja normalerweise drei da, obwohl Moment, vier, oder? Ist mir aber auch jetzt eigentlich egal. Da kommen noch die Firma irgendwo hinten hin. Hier geht es jetzt erstmal hoch und dann haben wir halt diesen Kringel hier. Da haben wir schon mal zwei, drei Bäume. Und hier, wenn wir hier weitergehen, haben wir hier den Helikopter-Landeplatz. Das ist hier schon mal etwas anders gebaut. Diesen Weg hier gibt es nämlich, meine ich, nicht im Film. Denn dieser Weg und die Einfahrt sind verbunden im Film. Das ist hier etwas anders bebaut. Finde ich aber auch gar nicht mal so schlimm. Hier habe ich noch ein Wasserbecken für Vögel. Wie zum Beispiel Demo. Und hier kann man dann ganz cool lang rennen. Da kommen wir aber erst später zu, denn ich renne jetzt einfach mal fix zum Haupteingang. Der, oh, jetzt, ach egal, wächst, hoffe ich nach. Ach, ist sogar Fly-Ans, fantastisch. Hier haben wir noch ein bisschen Grünzeugs und Deko. Hier haben wir für den Sommer, ist ja bald, eine Kühltruhe, dann hier einen Grill, dann hier drei Liegen, ein Pool mit Flamingo. Ach, da. Ey, das funktioniert ja wirklich. Was ist denn das für ein Block? Das würde mich mal interessieren. So raus. Gut, dann machen wir jetzt mal ein Steak vom. Fantastisch. Ich bin ein super guter YouTuber. Ich liebe es. Hier haben wir den Eingang mit einer Überwachungskamera, damit, falls Halloween ist, kann ich die kleinen Kinder gleich in meine Lava fallen. Ich meinte nach Hause schicken. Dann gibt es hier ja so einen kleinen Mini-Iron-Man-Kopf. Und dann geht es hier rein. Hier haben wir direkt einen Esstisch mit zwei Teekannen oder Kaffeekannen. Irgendwelche Kannen eben. Dann habe ich hier eine Bar gebaut, die ist sogar. Das finde ich irgendwie schön, weil die habe ich selbst gebaut, ohne Inspiration von irgendeinem Video oder sonst was. Deswegen finde ich die auch mit eines der geilsten Inneneinrichtungen am Haus. Hier oben habe ich einen Ventilator hingepackt, hier noch eine Küche. Dann, das kann man aufmachen, bringt aber eh nichts. Da ist ein Fisch, what the Fisch, da ist noch eine Kamera und hier ist für die Beleuchtung noch eine Standardbeleuchtung, Deko. Deko und Beleuchtung im einen. Ich finde das an sich sehr schön, stylisch und macht vor allen Dingen auch Licht. Hier geht's raus zu den drei Bäumchen. Und hier geht es zwar noch runter, aber das ist eben noch nicht fertig. Und hier haben wir eben das Wohnzimmer, der Wohnzimmerabteil. Hier mit zwei Tischen, Kaffeetischen. Hier haben wir eine Xbox One und ein NES, ein Fernseher natürlich und eine Sitzgelegenheit logischerweise. Dann dieses Klavier habe ich mir von Spark abgeguckt, weil ich habe einfach kein geiles
Klavier für die 1.8 gefunden, deswegen habe ich das genommen. Und das mit dem Buch, das finde ich auch an sich gut durchdacht. Ich habe das jetzt mal so ganz knapp hier reingebaut, aber ich finde, das eben passt auch ganz gut hier rein, denn ich wollte unbedingt ein Klavier haben, so wie den Billardtisch, den habe ich hier auch auf CB4 gebaut bei meinem ersten Grundstück. Und deswegen wollte ich das hier unbedingt auch haben. Hier haben wir eine Bücherwand und auf der anderen Seite haben wir nochmal ein Sofa. Hier schon eine größere Quatschecke und da drüben steht Susos Schildkröte Morla und da noch eine andere Schildkröte, auf die kann ich jedes Mal jeden Tag schauen. Das finde ich ganz fantastisch. Hier haben wir einen von drei Teleportern auf dem gesamten Grundstück. Einmal die Werkstatt, das Wohnzimmer, da befinden wir uns gerade, und einmal das Schlafzimmer. Da gehen wir aber zu Fuß hin, weil das deutlich interessanter ist. Hier haben wir noch unten das Badezimmer. Hier haben wir die Badewanne. Hier wollte ich noch eine Quietscheente machen, fällt mir gerade ein. Das hat Susu gemeint. Die soll ich noch hinmachen. Ich schneide das Video, ihr das seht. Ja, hier haben wir solche Banner, die Spiegel darstellen sollen, aber in der Version im Video sahen die viel schöner aus, bisschen bläulicher, türkiser. Und hier sehen die irgendwie, keine Ahnung, bisschen dunkler aus. Aber Spiegel, denke ich mal, man kann sich denken, was das sein soll. Hier haben wir noch, ja, ein Waschbecken. Hier habe ich noch Banner hingetan, damit es gleich aussieht für die Schränke. Dann haben wir hier die Toilette mit Wasser und zum Spülen logischerweise. Und hier ganz klassisch die Wolle und eine funktionierende Dusche natürlich auch, die man aus- und anmachen kann. Funktioniert natürlich nur, wenn Redstone an ist, ja, weil manche Dinge in dem Haus funktionieren eben nur mit Redstone. Gut, jetzt kommen wir zu meinem Gaming Room. Der befindet sich direkt hinter dieser Tür. Da habe ich mir ja mich auch inspirieren lassen. Ich weiß zwar nicht mal, welcher YouTuber es war, aber der hat das sehr schön gebaut. Hier haben wir nämlich das Hauptgaming-Zimmer. Die Drache haben, finde ich, dazu gepasst. Hier ist doch was leer. Da können doch in die Mitte was kommen oder drei Sachen. Da ist eben die Frage, was, wenn ihr Ideen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Auf den Raum vorhin, der leer war. Hier habe ich so eine, ja, eine Tastatur, die ist nicht gerade, das liegt aber auch daran, dass sie nicht gerade sein soll, denn es gibt ja auch diese Tastaturen, die so gekrümmt sind, habe ich gesehen, das fand ich auch mal was Neues, deswegen, das sollen die ganzen Tasten sein, wegen der Kettenrüstung. Hier haben wir den Knopf, das soll die Maus darstellen, hätte ich es zum Beispiel in die Richtung gebaut, wäre der auch zum Monitor hin. Jetzt ist er halt nur an der Seite, aber manche spielen ja eh so. Keine Ahnung, wie die das machen, aber okay. Dann haben wir noch zwei Speaker logischerweise und die Monitore, das sind Banner, die in dem Block, die im Block oben stehen. Und das sollen natürlich da die Stützen sein für die, ja, die haben halt, ist halt keine Wandhalterung, ne? Und dann halt, es gibt ja immer da noch so ein kleines Plasteteil oder etwas größeres Plasteteil, damit die auch stehen und nicht direkt umkippen. Gut, hier habe ich noch ein Radio und ein Telefon, damit ich gleich hier... Ach, ist ja gar kein Drehstuhl. Ja, blöd gelaufen, ne? Hier haben wir nochmal den Fernseher mit der Xbox Series X und oben knistert auch der Kamin. Hier habe ich vor, die ganzen Leute zu erwähnen, die was gespendet haben, das Projekt gefördert haben und so weiter und so fort. Und noch ein Kamin, damit die Leute es natürlich schön warm hier haben. Vielleicht kommt hier oben noch eine Chill-Ecke hin. Das muss ich noch sehen. Und natürlich eine Überwachungskamera, falls jemand mein ganzes Gaming-Zimmer klauen will. Sicher ist sicher. Ja. Gut, dann könnten wir auch hier weiterlaufen. Und dann können wir einmal direkt zum Schlafzimmer gehen. Das befindet sich nämlich direkt über uns. Über mir. Und das ist eben auch noch nicht so ganz eingerichtet. Hier haben wir soweit nur nichts. Hier haben wir einen Kleiderschrank, ein offener. Da sieht man gleich alles, was man dabei hat. Dann haben wir hier die Kommoden. Das Bett habe ich extra in die Richtung gestellt, damit man gleich... Hier hat man nichts zum Gucken. Was ist denn da? Das ist mein Pool. Da ist eh
niemand drinne, weil ich hier alleine wohne. Auf dem Nachbargrundstück ist nichts bebaut. Da ist ein Shop, der lohnt sich eh nicht die ganze Zeit anzuschauen, wenn man aufsteht. Da schaue ich lieber einen schönen Baum in so einer schicken Umgebung an. Und da haben wir hier auch den Teleporter wieder. Ein Hundekörbchen. Man weiß ja nie, ob ein Hund mal im Haus ist. Dann haben wir hier noch ein kleines, ja, Schränkchen für die, wo man halt sein Zeug drauf legt, Bücher, Handy etc. Kennt ihr ja alles, denke ich mal, sehr gut. Der Schelke hatte sogar einen Flybooster an. Gut, den hätte ich eigentlich besser nutzen können, aber ist mir auch egal. So, jetzt geht es zur Garage. Das ist nämlich, die wurde auch nicht ganz 1 zu 1 im Film nachgebaut. Da ist ja die Werkstatt im Anschluss mit im Raum. Hier ist die Werkstatt getrennt von der Garage. Hier haben wir übrigens da hinten noch ein Fahrrad stehen und wieder so ein Mini Iron Man Kopf. Hier haben wir die Originalfahrzeuge aus dem Film. Das ist dieser weiße Sportwagen, keine Ahnung, ich glaube, das war ein Audi, meine ich. Dann haben wir diesen Oldtimer. Diesen blauen mit diesen drei weißen Streifen. Und einen schickes orangene Supersportwagen-Fahrzeug. Und eine Eigenkreation von mir, weil ich so jetzt kein Fahrzeug gefunden habe auf YouTube, was dementsprechend aus dem Film ähnlich aussah. Deswegen ist das hier auch eine Eigenkreation. Ist aber, finde ich, gar nicht mal so schlecht geworden für meine Verhältnisse. Natürlich mit Lichtern und Reifen, allen möglichen Kram. Und jetzt kommen wir zur Werkstatt. Die ist, meine ich, soweit erstmal fertig. Wir können hier einmal aufmachen und dann haben wir hier den Teleporter natürlich wieder schick beleuchtet. Hier haben wir ja so eine Computerstation, Tastatur, zack. Und hier haben wir halt noch, ja, diese Maschinen, die halt immer rumstehen. Und hier dieser Arbeitsbereich. Dann haben wir hier die ganzen Anzüge, die sind noch nicht fertig. Ach, Moment mal, Slash Cooldown. Ich habe es gestern voll verpennt. Ich habe hier Slash Kopf und Premium frei. Wenn ihr Premium braucht, schreibt es gerne in die Kommentare, dann kriegt ihr es aktiviert. Ist natürlich da online kommen, am besten auf CB5. Dann, da bin ich gerade die meiste Zeit. Die ganzen Anzüge müssen hier natürlich noch mit Köpfen und Rüstung versehen werden. Da bin ich gerade noch dabei. Hier haben wir so einen Boxsack. Es gab auch im Film, meine ich, auch so ein quadratische oben im Obergeschoss. Also Erdgeschoss, meine ich. So einen kleinen Boxring. Den habe ich noch nicht nachgebaut. Aber den finde ich, passt auch in meinem Haus jetzt, was ich habe, so nicht rein. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auch nicht einbauen. Hier habe ich die ganzen Ambosse, damit man was zum Schmieren hat, ein paar Werkbänke. Und hier haben wir die selbstanziehende Rüstungsmaschine. Ich weiß gar nicht, ob die nachgefüllt ist. Das muss ich mich mal schlau machen. Die ist nachgefüllt. Das ist fantastisch. Dann ziehe ich einfach mal meine Yeezys aus und stelle mich hier auf den Block und klicke einfach auf den Knopf. Dann fahre ich kurz runter und bin wieder oben voll ausgestattet. Fantastisch. So ist das ganz super. Und ja, das müsste auch, wenn ich nichts vergessen hätte. Ich gehe gerade noch mal alles durch. Nein, ich müsste eigentlich alles haben. Was wir machen können, ist noch mal das Grundstück von der Wasserseite aus zu betrachten. So sieht das nämlich von vorne aus. Ja, weiß jetzt aus. Fantastisch. Das ist ganz super. Hier habe ich nämlich dann noch diese Frösche vom Event hin platziert. Ich sammle die eh nicht. Von daher als Deko eh viel schöner. Da haben wir noch zwei Bäumchen. Und da auch noch ein. Und ja, das wäre es auch soweit. Da ist die Werkstatt oben, das Wohnzimmer. Und damit wären wir auch schon am Ende der ja, Haustour. Ich finde es an sich sehr gelungen. Wie findet ihr das Haus, die Villa? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn das Grundstück fertig ist, wenn die Firma der Stark Tower steht, dann gibt es natürlich ein erneutes Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, genau wie die Villa. Gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute!